Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollen jetzt in der heutigen Folge mal uns im Ork-Lager auf der Jagd machen nach Skillpunkten. Und dann bin ich am Überlegen, wirklich vielleicht eher zum neuen Lager überzuwechseln, da wir ja im alten Lager verbannt sind. Und da uns auch mal auf der Suche machen, wer uns Zweihänder hier beibringen kann. Vielleicht schaffen wir das alles noch in dieser Folge. Hoffe ich. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Dann wären das zwei Folgen. Auf jeden Fall. Aber erst einmal hier gucken, ob noch Viecher da sind zum Skillen. Wir sind ja jetzt auf dem Weg in Richtung Ork-Lager. Hier sind aber keine neuen Viecher in der Höhle. Auch keine. Aber Zweihänder würde ich jetzt schon machen wollen, weil das definitiv die stärkere Alternative jetzt mittlerweile ist. Ich glaube, der Einhänder, den wir haben, ist schon der stärkste, den wir kriegen können. So, und hier gibt es jetzt auch nichts mehr. Hier könnten wir runterspringen, aber... Okay, hier... Hier sind irgendwo noch Viecher. Was? Und ich habe ich einen Hammer? Ich habe jetzt keinen Hammer, ne? Nein, das wollte ich nicht. So schnell. Out. Das war jetzt echt super. Warte mal, Hammer, Hammer, Hammer. Habe ich irgendwo einen Hammer? Ein Hammer. Ich habe keinen Hammer. Zählt das als Hammer? Auch wenn das jetzt Einhänder ist? So, fressen wir eben ein bisschen. Nee, das bringt zu wenig Leben. Das hier. So, das ist auch wieder Lebensenergie. Und das ist auch Lebensenergie. So, Tränke. Das ist definitiv ein Hammer, aber ein Zweihänder. Okay. Aber nice. Dann haben wir das geschafft. Wo war nochmal der Ausgang? Das hier war der Ausgang, ne? Der bringt mir nichts. Der hier dann. Ja, das war der, der uns wieder rausführt. Wie viel hat der jetzt gegeben? Das ist auch zwei Hand. Hallo, ich will hier hoch. So, jetzt musst du aber... Genau. So, okay. Dann wollen wir wieder auf unsere Waffe. Wir hatten doch zum Glück noch einen Hammer gehabt. So, der Weg nach unten war jetzt hier rum, an der Brücke vorbei.
So. Ja, wir sind jetzt wieder auf einem guten Weg, was Skillpunkte angeht. Nee, das wollte ich nicht. Auf Schwert wollte ich. Hier auf dem Weg sind jetzt keine Orks mehr da, oder? Ja gut, okay, Orklager müssen wir so oder so noch einmal komplett absuchen, alles. Schauen, was wir da finden. Und dann quatschen wir gleich auch nochmal irgendwann mit Lee. Dass wir Teil des neuen Lagers werden. Obwohl ich schon eigentlich gerne weiter ein Teil vom alten Lager bleiben wollen würde. Wegen Feuer und so. Wegen der Farbe Rot. So, gehen wir mal hier entlang. Mal gucken, was wir hier finden. Gibt's hier auch irgendwie was? Das sieht aus wie so ein alter Orkturm. Sieht aber schon interessant hier aus. Hier waren wir eigentlich noch gar nicht richtig hingelaufen, ne? Okay, dann... Ah, da sind... Oh, wieso? Immer wieder der. Immer wieder die falsche Waffe. Aber ein Beißer. Und sind hier wieder die Golems da? Golems müssen hier auch wieder da sein, oder? Nee, die Golems sind nicht wieder da. Ja, aber warum? Ne, keine Golems. Dann müssten da unten die Razor und so weiter. Hier sind ein paar Warane. Jo, die stecken jetzt erstmal fest. Okay. Trifft den doch. Okay. Nice. Das hat geklappt. Das nehmen wir auch noch mit. Und da oben ist noch mal einer.
waren jetzt aber viele. 5 Stück gleich. Also 2500 haben wir jetzt insgesamt verdient dadurch. Sonst gibt es da unten noch... Ja, da unten gibt es wieder welche. Aber ich glaube, über diesen Weg kommen wir nicht dahin. Jo. Bringen wir erstmal ungewollt über einen Ast. Komm. Rutsch runter. Das schaffst du doch. Ja. Okay. Haben wir überstanden. Dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Jo, da haben wir einen Beißer und da haben wir ein paar Razor. So. Auch noch mitnehmen alles. Den nehmen wir noch mit. Das ist auch ein Razor, ne? Kein Beißer. Doch, ist ein Beißer. Das ist ein Beißer. Okay, der hat uns jetzt einmal erwischt. Da ist wieder ein nächster Feuerbaran. Feuerwarane sind jetzt aber richtig häufig hier. Aber umso besser, wenn die jetzt häufig hier sind. Also viel öfter da sind. Das sind dann deutlich mehr Erfahrungspunkte. Hier, da haben wir jetzt wieder Urschak. Ja, wollen wir da jetzt reingehen oder gehen wir einmal hier entlang? Wir gehen mal hier entlang. Gucken, ob hier noch irgendwelche Viecher sind. Nee, hier gibt's keine. So, dann wollen wir es mal mit dem Orklager riskieren. Genau, der wird mir erstmal reichen. Ja, nice. Dann noch ein. Der kommt in unsere Nähe. So. Wirklich sehr viele Orks. Wir waren ja schon mal hier. Ja, jetzt gegen 2. So. Das ist der nächste. Jetzt nochmal ein bisschen heilen, aber wir haben hier noch andere Sachen, die wir mal leer machen können. Bringt mir zwar nichts, die zu fressen, also fast gar nichts, aber wenigstens werden wir die dann ein bisschen los. So.
das hier auch nochmal. Dann hier die Minecrawler-Suppe. Dann können wir das hier jetzt nochmal speichern. Und den da. Oh, das sind jetzt doch ein paar mehr jetzt, die kommen. Aber okay. Da kommen jetzt noch mal zwei. Ja, jetzt mal Ruhe. Ah, da kommen schon die... Yo. Boah, da kommt schon der nächste. Yo, tritt den! Alter. Boah. Aber wir haben es geschafft, wieder eine Stufe aufzusteigen. Jetzt gerade Herzrasen. So, das gibt auch Lebensenergie. Aber nur 5. Egal, wir wollen die auch mal ein bisschen loswerden. Dauert jetzt halt 1000 Jahre, aber macht auch was bei Gesundheit null Unterschied gefühlt. Dafür, dass es so lange dauert. Diese Animation, ey. Wie viel der auch beim Trinken blinzelt. So, dann haben wir das auch schon mal weg, das Wasser. Was ist das? Das gibt Mana. Mana. Lebensenergie. Alter, wie viele Äpfel? Okay, die gehen aber auch schnell. Äpfel gehen schnell. So. Okay, nice. Dann jetzt die Waffen einsammeln, die hier noch irgendwo rumliegen. Hier auch noch einer. Nochmal speichern. Ah, sind jetzt nur noch die Trommler und der eine da. Trifft ihn doch! So. Gibt hier nicht noch eine Waffe? Die Waffe kann ich nicht einsammeln. So, da sind die nächsten Orks. 217 brauche ich. Also 217.000. Als nächstes. So, der nächste bitte. Jo. Okay, der war jetzt heftig. Ein Schlag.
Okay, der hier kommt. Okay. So, jetzt kommen die beiden. Ich hoffe, der andere Schamane, der draußen auf uns wartet, ist jetzt nicht böse auf uns dann. Dass wir der komplette Orklager hier abmetzeln. Vielleicht speichern wir jetzt noch einmal. Warum hat er so langsam gekämpft? Vielleicht einmal kurz nochmal hier aufladen, die Gesundheit. Gesundheit aufladen, wie sich das anhört. So. Okay, erstmal nur ein Ork-Templer. So, dann nochmal Gesundheit voll machen. So, das müsste reichen. Nochmal speichern. Den nächsten bitte. Der kommt. Boah. Okay, aber die geben 400 Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir haben 101 Reisschnaps, 70 Bier. Sonst hier nur Mana. Komm, Brot können wir auch noch mal fressen. Alter, 196 Reis. Was soll ich mit so viel Reis? Dauern 1000 Jahre, bis ich die alle hier aufhabe. Nochmal speichern. Dann holen wir uns den da auch nochmal. Dann gab es da nochmal zwei. So, der will jetzt auch noch Stress. So, wieder Brot fressen. Dauert auch wieder 1000 Jahre. So. Haben wir's? Speichern. Weil Gesundheit voll ist. Hier sind alle erledigt. Mal gucken, was wir da noch finden.
Und Orks. Ja, hier scheinen keine mehr zu sein. Aber hier ist eine Truhe. Mit Heilkräutern, okay. Sonst ist hier gar nichts. Doch, hier ist noch ein Weg. Noch eine Truhe. Auch mit Heiltränken und Mana-Tränken. Und hier ist noch eine... Noch ein Raum in der Truhe. Orkischer Teleportzauber, Feuerball, Feuerreg, Feuersturm, Licht, Heilung und Verwandlung Orkdog. Ich glaube, hier mussten wir das finden. So, dann wollen wir da hinten auch nochmal die drei Orks auch nochmal ausschalten. So, einmal Safe Game. Jo. Alter. Was haben die? Feuerball und Graschnack. Was auch immer Graschnack jetzt ist. So. Dann Feuerball. Gesundheit hier. Fress mal wieder Brot. Aber wir haben hier jetzt alle erledigt. Die ganze Orkstadt. Das heißt, das Ulumulu brauchen wir auch nicht mehr. Gehen wir mal hier rein. Also, erstmal. Safe Game auf jeden Fall. Sehen tue ich nichts mehr, aber hier gibt es auch keine Orks mehr drin, glaube ich, oder? So, Fackel, damit ich was sehe. Ne, hier gibt's nix. Hier gibt's nix. Gar nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg dann wieder in Richtung neues Lager. Quatschen mal mit Lee, dass wir vielleicht denen anschließen können. Weil... Ja, also, soweit ich weiß, war jetzt bisher nur Torus derjenige, der uns was beibringen konnte. So was zwei Hände angeht. Und ich gehe mal von aus, dass hier, und Torus konnten wir ja erst, fragen nach Zweihänderunterricht, als wir den Gardisten beigetreten sind, also Teil von denen sein konnten. Vorher war das ja nicht möglich. Und ich gehe mal von aus, das gleiche ist auch im neuen Lager und eventuell Sumpflager, aber Sumpflager möchte ich jetzt dann eher am wenigsten beitreten, jetzt in diesem Story-Durchlauf.
Also klar, beitreten würde ich denen auch gerne, weil, also ist schon lustig für die im neuen Lager, also für die Leute im Sumpflager, im neuen Lager hier dann der ganze Kraut zu verkaufen. Wäre ich auf jeden Fall auch für. Können wir gerne machen, aber ich bin aber jetzt storymäßig würde es einfach eher viel, viel mehr im neuen Lager dann dazu passen. Was passiert, wenn wir jetzt mit dem hier quatschen? Mit Urchak? Ja, okay, da passiert nichts. Aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sind wir dann auf dem Weg zu Lee, quatschen mal mit dem, treten dem neuen Lager jetzt stattdessen bei, weil wir dem alten Lager rausgeworfen wurden. Und quatschen auch dann nochmal mit Wolf. Vielleicht hat er auch schon was für uns. Also die Rüstung schon fertig. Dafür vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!